Leonidas. Er war Spartas letzter wahrer Held. Wir alle würden jetzt unter dem Joch der Perser leben, wenn er nicht gewesen wäre. Dasselbe Blut fließt durch deine Adern. Also haben wir königliches Blut. Du bist so viel mehr als nur ein Söldner. In dir fließt das Blut von Helden, mächtiges Blut. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass manche diese Macht für sich beanspruchen wollen. Und du hast versprochen? Dass ich es nicht zulasse. Erhebe deinen Speer. Das ganze Gerede über die Pythia. Die Pythia. Mir ist egal, was sie sagt. Genug! Wir haben genug von deinen Frechheiten. Sparta zieht nicht in den Krieg. Die Pythia hat gesprochen. Die Pythia sagt nur, was ihr ihr einflüstert. Sie ist schon viel zu lange eure Marionette. Es ist an der Zeit, die Fäden zu zertrennen. Oh, Leonidas. Die Zeit der Helden ist vorüber. Glaubst du, dein Blut macht dich besonders? Wenn wir deine Adern öffnen, ergießt es sich über den Boden und verschwindet in den Fugen. Du bist ein Niemand. Ich lade euch ein, es zu versuchen. Dein Schicksal ist besiegelt, Sohn des Löwen. Xerxes wird uns einen. Er bringt Ordnung in das Chaos. Trotze der Pythia und alle, die du liebst, und alles, wofür du stehst, wird untergehen. Sammel die Männer! Mein König? Wenn Xerxes Sparta will, muss er an mir vorbei. Unglaublich! Und, kannst du es jetzt verstehen? Was soll ich tun? Wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Wenn wir den Kult nicht aufhalten, bevor es zu spät ist, war alles, wofür Leonidas kämpfte und starb, umsonst. Unser Blut erhob sich gegen jene, die uns versklaven wollten. Es muss sich wieder erheben. Sieh mal einer an. Mutter und Sohn, endlich wieder in Sparta vereint. Und seht euch an, ein Gott und eine Göttin unter Sterblichen. König Pausanias, welche Ehre. Ich war bestürzt, als ich von eurem Vater erfuhr. Ja, unsere Väter wären stolz, uns hier heute zu sehen. Ihr erinnert euch an Alexios, mein König? Wer tut das nicht? Der Junge, der starb, um seine Schwester zu retten. Welch eine Tragödie. Ein unschuldiges Kind, zu Tode verurteilt durch ein altes, erbarmungsloses Gesetz. Alt und erbarmungslos? Sparta lebt und stirbt nach diesen Gesetzen. Doch ihr kommt mir progressiver vor. Und du kommst mir vor, als hättest du mit den Athenern verkehrt. Ich war auf ein oder zwei Symposien. Wie auch immer, dein Verlust hat Sparta geschwächt, euer beider Verlust. Zwei Gründe mehr, warum sich diese Gesetze ändern müssen. Ah, ich stimme zu. Aber König Archidamos, könnte er allen Einwohnern das Gesetz in die Brust ritzen, er würde es tun. Die Gesetze Spartas haben meine Familie zerstört. Wegen dieser Gesetze musste ich in der Gosse leben. Wir sind nur hier, weil er das Gesetz ignoriert hat. Das hat er, und es kostete ihn den Kopf. Doch wir sind nicht hier, um über die Toten zu reden, oder? Wir wissen, dass Sparta unser Haus konfisziert hat, nachdem was meinem Vater in Megaris zugestoßen ist. Wir wollen es zurück. Hüte deine Zunge, Kind. Auch wenn du lange nicht mehr in Sparta lebst, bin ich immer noch dein König. Wir bitten höflichst um eine Audienz bei euch und König Archidamos. Wegen der Wiedereinbürgerung und der Rückgabe unseres Hauses. Natürlich. Nichts wäre mir lieber. Archidamos hingegen hat dir noch nicht verziehen, was mit seiner Nase passiert ist. Wie könnten wir ihn umstimmen? Es gibt Gerüchte über einen Helotenaufstand und die Kryptia gießt Öl ins Feuer.
Sie ermorden Heloten, stehlen ihr Vieh und lassen Leichen auf offener Straße verwesen. Die Kryptia steht für die größten Erfolge von Spartas militärischer Ausbildung. Durch ihre Disziplin und Furchtlosigkeit ist Sparta in aller Welt gefürchtet. Früher. Die heutige Kryptia ist korrupt und blutrünstig. Knaben auszubilden, um Bauern zu töten, erfüllt mich nicht gerade mit Stolz. Du willst doch dein Haus zurück, oder? Gut. Zeig den Heloten, dass wir das sinnlose Abschlachten ihres Volkes nicht länger unterstützen. Und wo finde ich die Angehörigen der Kryptier? Einen findest du in der Festung auf der Landspitze von Zarax. Ein anderer bewacht das Haus eines Anführers. Der dritte ist schwerer zu finden. Er wurde in einem der Dörfer westlich der Helos-Hügel gesehen. Er ist definitiv der lauteste der drei. Meine Mutter sprach von der Kryptier. Was könnt ihr mir über sie sagen? Sie sind die Verborgenen. Handverlesen in jungen Jahren. Sie werden isoliert und ausgehungert, müssen stehlen und töten, um zu überleben. Wenn sie die Ausbildung überstehen, werden sie die Leibwache des Königs. Und warum soll ich sie töten? Früher sorgte die Kryptia für Frieden zwischen Heloten und Spartanern. Aufwiegler und Unruhestifter unter den Heloten wurden ruhig gestellt. Doch zuletzt hat die Kryptia Männer, Frauen und Kinder ohne Grund und ohne Gnade ermordet. Kinder wurden den Müttern entrissen und an die Wölfe verfüttert. Die Kryptia ist eine Brutstätte für grausame Wilde geworden. Gibt es etwas, das ich über König Archidamos wissen sollte? Traditionell, brutal, langweilig. Archidamos sind alte Werte wichtiger als das Wohlergehen seines Volkes. Er stand auf Seiten der Ältesten an jenem Tag im Taygetos-Gebirge. Wenn wir dadurch unser Haus zurückbekommen, werde ich es tun. Du gehörst nicht zu meinen Soldaten. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, hier zu sein. Wir Spartaner halten zusammen. Deshalb bin ich hier. Ja, spartanisches Blut ist, was zählt. Dieser Sieg wird dir sicher Ruhm einbringen. Das ist der Lohn für Geschick und Mühen. Der spartanische Weg. Vom Sklaven zum Feldherrn, der im Blut dieses Krieges badet, während unsere Anführer sich mästen und herausputzen. Die Polemarchen glauben, das wird ein einfacher Sieg. Ich beende diesen Krieg zu meinen Gunsten. Hast du eine Strategie? Die Polemarchen der Athener sind gelähmt und unentschlossen. Sie dienen zu vielen Herren. Deshalb reagieren sie so langsam. Und da kommst du ins Spiel. Töte die Polemarchen. Ich brauche freie Bahn für meine Truppen. Das werde ich tun. Die Befehlshaber sind schon so gut wie tot. Bring mir ihre Athener-Siegel als Beweis. Du wirst für deine Mühen belohnt werden. Nur Athena töten bis zum bitteren Ende. Wenn Archidamos an alte Werte glaubt, wird es dann nicht zu Konflikten mit Pausanias führen, wenn ich seine Kryptier töte? Ach, manchmal vermisse ich Kephallenia. Da war das Leben einfach. Auch wenn Markus ein Vollidiot ist. Ich
ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Nein, einfach versteckt. Keine Möglichkeit vor Schützen. Wir kriegen dich wieder. Werden die sein, die ihn finden. Los, bestätigt. Bereit zu sterben? Du hast hier nichts zu suchen. Dreh um. Eine Spur? Ich habe nichts gefunden. Verdammt! Macht weiter! Wer es auch war, ist sicher lange weg. Wie konnte er euch entkommen? Zu schnell! Nächstes Mal bin ich vorbereitet. Ευρέτη να πολύ. Κάτι είναι πληρωτικό. Όχι, είχε ένα πληρωτικό. Ο πλούτος
Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ist da jemand? Ach, Meldung, Soldat. Herr, ich hab nichts entdeckt. Wir haben bisher noch jeden gekriegt. Ja, wir geben nicht auf. Thank you.
Los. Ich lasse mich lieber nicht sehen.
ist doch irgendwas. Mein Junge schafft es durch die Agoge, du wirst sehen. Dann kam es wohl von woanders. Hey. Eine schwarze Jagd bist du nicht gewachsen. Wenigstens im Kampf gestorben.